René Eckert, der Kapitän des ZFC Meusewitz, als Profi über 340 Pflichtspiele. Er hat die Erfahrung und ihn nimmt Trainer Heiko Weber jetzt in die Pflicht. Die letzten vier Partien haben die Thüringer alle verloren. Gewonnen hat Michael Braune mit Luckenwalde noch gar nicht, die Remis-Könige der Liga. Schon fünfmal hat der FSV die Punkte geteilt. Der Gastgeber Meusewitz in Rot, aber zuerst spielen nur die Brandenburger. Das ist Butendeich. Und Rothenstein probiert's direkt. Was für eine Parade von Platt. Gegen Altlinike hatte er 5 Tore kassiert. Hier ist er nach 6 Minuten hellwach. Müller fälscht den Ball noch ab, aber Plath greift über und zeigt das perfekte Torwartspiel. Meusewitz nicht gefährlich bis zur 34. Minute. Martinez, Tix taucht ab. Martinez, bester Torschütze beim ZFC, schon 3-mal getroffen. Die Thüringer noch ohne Heimsieg. Im 4. Anlauf soll es endlich klappen. Luckenwalde erst eine Niederlage, aber auch noch ohne Sieg. Der FSV gehört zu den spielstarken Teams der Liga. Das ist Becker. Und der findet Vierling. 0:1, 45. Minute. Lukas Vierling traf am ersten Spieltag gegen Erfurt. Hier macht er sein 2. Saisontor, weil Martinez Becker flanken lässt und Vierling frei zum Kopfball kommt. Michael Braune, die Faust nach oben. Da geht es hinter ihm schon etwas emotionaler zur Sache. Meusewitz zur Pause hinten und trotzdem gibt's gute Nachrichten. Präsident Hubert Wolf wurde für 3 weitere Jahre im Amt bestätigt. 2. Halbzeit, Weber bringt 2 neue, aber sein Torwart steht zunächst im Fokus. Plath mit diesem schnellen Abschlag direkt in den Lauf von Trübenbach. Trübenbach vor Tix. Der Ball nicht drin. Doch, sagt Schiedsrichter Tim Konert. 57 Minuten gespielt, Andy Trübenbach sein 2. Saisontor. Auch er traf am 1. Spieltag bei der Niederlage gegen den BFC Dynamo. 1:1, Luckenwalde steuert wieder auf ein Unentschieden zu. Ob der Ball mit vollem Umfang über der Linie ist, es ist nicht genau zu erkennen. Tix Rettungsversuch bleibt vergebens. Meusewitz mit einem anderen Gesicht in Halbzeit 2, 76. Minute. Der eingewechselte Hansch auf den eingewechselten Fischer. 2:1, der ZFC dreht das Spiel. Luis Fischer, 18 Jahre jung, kam im Sommer von der U19 des FC Carl Zeiss Jena. Hier macht er sein erstes Tor für Meusewitz. Eine besondere Geschichte. Trainer Heiko Weber kam im Sommer ebenfalls aus Jena, war dort Trainer der 2. Mannschaft und hatte Fischer mit nach Meusewitz gebracht. Der FSV Luckenwalde verliert im 2. Durchgang den Faden und nach 79 Minuten Till Plumpe. Ein unglücklicher Zusammenstoß mit Müller. Schiedsrichter Kona trifft eine harte Entscheidung und schickt den bereits verwarnten Plumpe mit Gelb-Rot vom Platz. Im Dauerregen von Meusewitz geben die Brandenburger das Spiel komplett aus der Hand. 7 Minuten später wirft sich der eingewechselte Francisco Kadritsch in den Weg. Auch er schon verwarnt. Auch er sieht von Konert gelb-rot. Luckenwalde in der Schlussphase nur noch zu 9. Und Meusewitz lässt jetzt nicht mehr locker. Plötzlich spürt man beim ZFC die Leichtigkeit. Kadritsch probiert's auf dem nassen Boden aus der Distanz. Trübenbach gedankenschnell scheitert nochmal an Tix, aber den 2. Versuch lässt sich der Meusewitzer nicht nehmen. 3:1 Doppelpack Andy Trübenbach. Für Tix ist es schwer bei diesen Bedingungen, hält nochmal stark gegen Trübenbach, der den Ball dann von der Seitenauslinie spitzelt und ins leere Tor einschiebt. Im Dauerregen von Meusewitz gibt es den emotionalen Ausbruch bei Heiko Weber. 3:1 gewinnt der ZFC gegen Luckenwalde. Nach dem Abpfiff FSV-Coach Michael Braune ohne Regung, denn sein Team bleibt weiter sieglos.
Durch ganz einfache Mittel von Meuselwitz verlieren wir dieses Spiel und das ist dann halt ohne Qualitätsfrage, denn erstmal Widerstandsfähigkeit an den Tag zu legen, ist kein gutes Zeichen als Sportler, wenn man sich einfach nur abkochen lässt. Für Meuselwitz entscheidet eine starke zweite Halbzeit und die Traineransprache zur Pause. Wissen Sie was, ich wollte nicht mehr schreien. Ich hatte mir im Sommer vorgenommen, nicht mehr zu meckern, aber es geht nicht. Wir müssen uns dann schon daran erinnern, worauf kommt es an, was wollen unsere Leute hier sehen. Und nicht rumstehen und einem Gegner Platz geben, weil Jürgen Wald hat in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt, weil wir auch natürlich extrem passiv waren. Starke Worte auch vom Kapitän. Zwei Tage frei, erster Schritt in die richtige Richtung. Wir sind wieder da, Männer. Wir haben uns belohnt, wir haben uns zurückgekämpft. Wir haben das Scheißspiel gewonnen bei Scheißwetter. Und jetzt können wir uns ausruhen, mal anstoßen und feiern, Jungs. Auf! Ja! Meuselwitz feiert nach 4 Niederlagen den 2. Saisonsieg und zieht in der Tabelle an Luckenwalde vorbei.